Hallo zurück an der Schmiede von Komatsu, die heute erobert wird. Aber zunächst, ich glaube, ich weiß schon, was mich dieser Goldvogel hier... Wohin, nicht was? Wohin mich dieser Goldvogel leiten will, denn das hier, direkt oberhalb von Jins Kopf, wo ich gerade mit dem Pfeil hinziele, schaut verdächtig nach einer Säule der Ehre aus. Könnte das eine sein? Dann würden wir einen neuen Schwert-Kit-Skin bekommen. Nein, es ist ein Friedhof. Okay, es gehört schon zur Schmiede von Komatsu. Aber es ist ein Friedhof, das heißt, und ich höre die Grille ja auch schon. Wo bist du? Da ist sie. Die vierte. Okay, aber wohin mich der Vogel jetzt führen will, weiß ich immer noch nicht. Blumen! Du wirst mich doch nicht in die Schmiede hineinführen, Vögelchen. Nettes kleines Versteck hier. Kann ich immer gut brauchen für Verbesserungen meiner Ausrüstung. Ach komm, Vogel. Hast du mich jetzt wirklich nur hierher gebracht? Zur Schmiede? Okay. Vor allem, bislang sehe ich auch keine Gegner. Das irritiert mich etwas. Oh, Leder. Hat mir auch schon länger keins mehr. Sieht sehr verlassen und einfach nur zerstört aus. Schöne Rüstung. Aber das ist, glaube ich, endlich mal wieder ein neuer Haustyp hier, ne? Ja, okay, gut, nachdem sie eine Schmiede sein soll. Oh, Stahl, wow. Ganz selten. Aber in einer Schmiede, okay, wo sonst? Ja, eindeutig neuer Haustyp, hier waren wir noch nie. Also, natürlich, in der Schmiede von Komatsu waren wir auch noch nie, aber auch in so einem Haustyp waren wir noch nie. Kommen wir darüber? Oder muss ich... Naja, ich probiere es lieber nicht. Wer legt denn hier oben Leinen ab? Sag bloß, da drunter gibt es jetzt auch endlich einmal was. Lohnt sich dann das Drunterklettern sogar mal? Das erste Mal, dass sich das echt lohnt. Ja, also bislang sind hier weniger
Mongolen, als ich jetzt erwartet hätte. Ich meine, okay, wir haben auch noch nicht einmal ansatzweise den Großteil der Schmiede hier erkundet. Na, da gibt's wieder was zum Sammeln. Ja, das war das Eingangstor. Ah, das dürfte hier drinnen oben sein. Oh, Vorreiter. Und fürs Tanto gibt's eine Verbesserung. Wenn wir hier fertig sind, wie auch immer wir dieses Gebiet erobern werden, werden wir dann wieder die Verbesserungen durchführen. Aufzeichnungen! 8 von 40. Du, 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 du. Der schwarze Sand. Unter mir schwarzer, unten schwarzer Sand behält die Wärme der, unten kühler Sand erinnert, warmer Sonne vermisse deine Umarmung, verdammt. Okay, das ist jetzt keine sehr sonderlich gute Lyrik. Ja, das Abrollen hat mal geklappt, wie schön. Die Musik macht es auch nicht gerade weniger spannend, dass von einem Moment zum nächsten 5000 Mongolen auf uns einstürmen hier. Alles sehr tens. Jetzt frage ich mich natürlich auch, wieso hier das Tor verbarrikadiert wurde, wenn man theoretisch durch diesen nicht gerade tiefen, aber dafür sehr breiten Fluss einfach daneben vorbeigehen könnte in die Schmiede hinein. Wirkt jetzt nicht so sonderlich gut gesichert dadurch. Gibt es wenigstens mehr zu sammeln als in den ganzen Gehöften. Das freut mich. Aber ich merke mir schon wieder nicht, in welchen Gebäuden ich schon drin war und in welchen nicht. Gut, hier ist halt überhaupt nichts. Ich meine, ja, ich kann Sachen einsammeln. En masse, das ist gut, ja. Aber ich warte halt irgendwie drauf, dass was passiert. Mongolentechnisch. Also wenn ich mir dann nicht mindestens noch 2-3 Upgrades hier zusammen sammel sozusagen. Würde mich das stark wundern. Ach, ihr schau, die Sonne kommt endlich mal wieder raus. Wirkt das Ganze jedoch gleich viel freundlicher, anstatt in diesem
düsteren Nebel die ganze Zeit gehüllt zu sein. Ja, hier drinnen waren wir schon, ne? Spuren eines Kampfes. Der fällt mir auch erst jetzt in der Sonne auf, ne? Holy moly, das ist aber richtig, richtig ein Riesenareal hier. Okay, das war die Schmiede selbst, wo wir eh schon drinnen waren. Ich hoffe mal, dass dieses Wasser hier nur dreckig ist und nicht blutig. Und schon wieder der Goldvogel. Haftbombe. Haftbombe. Vorräte, die kann ich mir von da draußen gleich schnappen. Noch mehr Vorräte. Es ist halt wirklich niemand da. Niemand zu Hause. Hat er halt irgendwie wirklich gehofft, dass wir hier erobern müssen. Und nicht einfach nur von einem Gebäude zum nächsten gehen und Sachen sammeln. Bist du gelähmt? Das ist echt groß hier. Und da direkt vor uns ist dann bald mal ein unentdeckter Ort. Dort will mich der Vogel wahrscheinlich hinlotsen. Also, dass ich hier alles einsammle, ist ja nahezu unmöglich. Ich glaube, das versuche ich gar nicht erst. Ich werde sicher auch irgendein Haus dann übersehen. Oh, da brennt's gleich. Da wächst mal der Baum ins Haus hinein. Durch diese kleinen Grafikfehler merkt man halt, man ist in einem Videospiel. Ja, böser Baum. Okay, da waren wir auch schon. Was haben wir hier? Aber irgendwie, ich sehe nicht einmal Tote, also Blutflecken, ja, viele, aber keine Leichen. Kann man nicht vorstellen, dass die Mongolen oder wer auch immer das hier so zugerichtet hat, die Toten jetzt mal standesgemäß beerdigt hat. Ah ja.
Vogel, du solltest vielleicht nicht im Haus fliegen. War da noch irgendwo was zum Raufklettern? Nein. What? Ach, grandios. Jin rennt durchs Feuer und wird verletzt. Ich glaube, der Vogel lässt mich auch nicht mehr alleine, bevor ich ihm nicht zu dem unentdeckten Ort folge. Manche Häuser kannst du auch gar nicht rein. So wie es den Anschein hat, zumindest. Sind verbarrikadiert. Wie erobere ich diese Schmiede? Müssen doch irgendwo Gegner sein. Jetzt habe ich schon so ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Einfach von der Nervosität. Es passiert nichts. Da schon. Ja, bin wieder mal im Kreis gelaufen. Eh klar. Ja, gut. Vielleicht da oben? Das schaut sehr haupthausig aus und aus dem fliegt der Vogel dort ja auch hin. Ja. Dachte, das wären Vorräte gewesen. Sind zwar Feuerstellen, aber dass die hier nicht entweder ausgehen irgendwann mal oder einfach das gesamte Haus in Brand setzen. Das nimmt mich doch schwer Wunder. Oh, da haben wir doch wieder was Feines. Ja, das waren Kraftbomben. Alles verwüstet, alles zerstört, keine Leichen. Seltsam, seltsam, seltsam. Waren wir da schon? Nein. Und noch eine Verbesserung. Ich meine, wir haben eh nicht alle leisten können wieder. Leider. Weil das zählt ja nur die Verbesserungen, die man sich mit dem aktuellen Zeug, das man hat, leisten könnte. Ja, da war ich schon. Gerade eben sogar. Sprich, alles wird sich eh nicht ausgehen.
Wir rennen einfach mal einen Part ab hier, einfach nur, ohne dass was passiert. Das habe ich mir anders vorgestellt, ehrlicherweise. Warum habe ich jetzt echt schon den Überblick verloren, wo ich jetzt schon überall war und wo nicht? Wenn es jetzt schon wieder dasselbe Haus ist, wo ich jetzt zum dritten Mal raufkletter, glaube ich, gebe ich es auf. Natürlich. Dieses Haus zieht mich magisch an. So, aber da unten beim Fluss war man noch nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. So, und da hört die Schmiede ja jetzt auch endlich wieder auf. Ja gut, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich dieses Gebiet von den Mongolen befreien kann. Alles sehr ominös, ne? Wieder der Eingang verbarrikadiert und man kann einfach mal hier durchs Wasser daneben warten. Wieder eine Verbesserung verfügbar. Ach, in dem Haus ist es wenigstens schön hell. Scheint gut die Sonne rein. Sieht man wenigstens gleich alles. Ja, Vogel, jetzt nerv mich bitte nicht. Oh, da drüben sind ja auch noch Häuser. Auf der anderen Seite des Flusses. Ich weiß nicht, gehört das wirklich so, dass hier keine einzigen Gegner sind? Und das, obwohl zwei Hunde direkt vorm Eingang waren? Es kommt mir halt extra suspekt vor. So, jetzt haben wir ja mal eine Runde hier gemacht, ne? Ja, da haben wir angefangen. Hier drüben vielleicht irgendjemand? Ich hätte gerne ein paar Mongolen, an denen ich meinen Himmelsschlag ausprobieren könnte. Bitte, danke.
Okay, diese Hausform hatten wir schon mehrmals. Wieder ein Vorratslager geplündert von den Bewohnern, den ehemaligen hier, die werden es nicht mehr brauchen. Ich glaube, bis ich herausgefunden habe, wie ich hier die Schmiede von den Mongolen befreie und sie und sie die Karte aufdeckt, werde ich das alles schon abgegangen haben. Ich meine, es ist ein sehr düsterer Ort. Einfach so ein verlassener Ort halt, der in einem Krieg zerstört wurde. Macht nicht gerade fröhlich, hier herumzugehen. Schon wieder ein Fuchs. Hab schon wieder einen Fuchs gehört. Ja, das da oben dürfte der nächste Fuchsbau sein. Ja, gehen wir dort halt hin, weil hier ist ja eh nix irgendwie. Irgendwie müssen wir die Schmiede zwar noch befreien, aber momentan... Keine Ahnung wie. Na, wenigstens noch irgendein Lebewesen hier. Ich glaube, das ist das erste Lebewesen, also tierische Lebewesen, das wir in diesem Part jetzt zu Gesicht kriegen. Du hast ein super Gedächtnis, Füchschen. Tschüss. Okay. So, und du bring mich jetzt zu dem anderen unentdeckten Ort, Vogel. Ah, man kann doch schwimmen. Ja, hier komm ich nicht rauf. Hier komm ich nicht rauf, Vogel. Das da oben ist eh das letzte Areal, was uns jetzt noch fehlt. Vielleicht passiert hier ja jetzt was. Wäre toll. Ah, okay, ein Bambusstand. Na schön. Drei Stämme nur? Okay.
Fail. Ach komm schon. Geht doch. Oh Gott. Oh. Fast. Wie schnell muss man denn da sein? Okay, also so habe ich mich auch noch nie angestellt. Danke! Na gut, damit hätten wir auch den zweiten unentdeckten Ort jetzt hier abgehakt. Da ist noch irgendwo ein Sammelobjekt, ne? Vermutlich im Haus drinnen. Nein. Oh. Ah, Aufzeichnungen, okay. An Genso in Komatsus Schmiede. Ich hätte nie gedacht, dass die Schmiede so leise sein könnte. Seit ich klein war, bin ich nie vom Klang der Schmiede wach geworden. Ich fühlte mich sicher, geborgen. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Vielleicht finde ich erst wieder Schlaf, wenn die Schreie und Kriegshörner verschwinden. Wenn der Klang der Schmiede zurückkehrt. Ja, das wäre schon schön, wenn der Klang der Schmiede hier zurückkehrt. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie... Irgendwie sind wir jetzt hier die ganze Schmiede von Komatsu abgelaufen, aber da ist schon wieder ein Goldvogel. Aber es ist hier nichts. Äußerst seltsam. Ja, das war die ganze Schmiede. Wirklich sehr strange, das Ganze. Vielleicht ist das auch erst mit einer Hauptmission dann verbunden. Das kann natürlich auch sein, dass ich wieder mal viel zu früh hier bin eigentlich. Aber ja, naja, dann haben wir das Ganze hier zumindest schon mal erkundet und müssen, wenn wir dann nochmal hierher kommen, nicht noch einmal alles absuchen. Vielleicht komme ich auf diesen Turm da noch rauf, vielleicht ist dort noch irgendwas. Aber ansonsten, naja, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Schade, dass nichts passiert ist. Ich hätte mir auch mehr erwartet. Keep gaming.